Er war der Anführer der Regenschirmbewegung in Hongkong von 2014 und saß zuletzt im Gefängnis. Jetzt ist der Demokratieaktivist Joshua Wong freigelassen worden. Unmittelbar danach fordert der 22-jährige Regierungschefin Carrie Lam zum Rücktritt auf. Sie ist durch die Proteste gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz unter Druck geraten. Es ist an der Zeit für Carrie Lam, ihre Amtszeit zu beenden und zurückzutreten. Es ist schwer für uns zu glauben, dass die Lügnerin Carrie Lam ihren Vorschlag wirklich endgültig zurückziehen wird. Wir fordern, dass dieses bösartige Gesetz vollständig zurückgezogen wird. Die Regenschirmbewegung kämpfte 2014 für politische Reformen in Hongkong. Joshua Wong war eines ihrer bekanntesten Gesichter. Seit Mitte Mai saß er im Gefängnis, weil er damals die Auflösung eines Protestlagers behindert haben soll. Die chinesische Sonderwirtschaftszone wird derzeit erneut von Massenprotesten erschüttert. Die Menschen gehen gegen ein Gesetzesvorhaben auf die Straße, das Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglichen soll. Am Wochenende machte Regierungschefin Lam zwar angesichts der Proteste einen Rückzieher und legte das Gesetzesvorhaben auf Eis. Die Demonstranten fordern aber, dass die Pläne vollständig aufgegeben werden.